Die Osterfeiertage stehen direkt vor der Tür und was passt besser in diese Zeit als ein süßes Marzipan-Osterlämpchen? Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung des Klassikers. Ihr braucht 100 Gramm weiche Butter, 2 Eier der Größe M, 80 Gramm Puderzucker, 30 Milliliter neutrales Speiseöl, 70 Gramm Mehl, 130 Milliliter Sahne, 70 Gramm Speisestärke, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, ein halbes Päckchen Backpulver und natürlich Zentes Marzipan-Rohmasse, und zwar 60 Gramm. Da das Marzipan gerieben werden muss, habe ich es circa eine halbe Stunde vor dem Backen ins Tiefkühlfach gelegt. So lässt es sich deutlich einfacher reiben. Danach geht es mit den trockenen Zutaten weiter. Das Mehl wird mit dem Backpulver und der Speisestärke vermischt und zur Seite gestellt. In einer anderen Schüssel werden anschließend weiche Butter, Öl, Salz, Puderzucker, Marzipan-Rohmasse und Vanillezucker cremig aufgeschlagen. Anschließend kommen noch die Eier hinzu und werden gut untergerührt. Sobald sich alles zu einer homogenen Masse verbunden hat, kommen im Wechsel noch die Mehlmischung und die Sahne hinzu. Diese beiden Zutaten sollten aber nur so kurz wie möglich untergerührt werden. Gerade nur so lange, bis ein geschmeidiger Rührteig entstanden ist. Wenn der Rührteig dann etwa so aussieht, ist er so, wie er sein soll und kann in eine spezielle Osterlammbackform gefüllt werden. Bitte darauf achten, die Form gut einzufetten und zu bemehlen, damit später nichts anbackt. Die Alufolie fängt beim Backen austretendes Fett auf. Dieses Rezept reicht übrigens für eine Backform mit 0,7 bis 0,8 Litern Inhalt. Bei 165 Grad Ober-Unterhitze wird der Kuchen anschließend 40 bis 50 Minuten gebacken. Bleibt bei der Stäbchenprobe nach dem Backen kein roher Teig mehr hängen, ist der Kuchen fertig und muss abkühlen. Nach ca. 10 Minuten sollte die Form gelöst werden, damit der Kuchen nicht anfängt zu schwitzen, und danach sollte der Kuchen komplett abkühlen. Anschließend kann der Kuchen noch in 2 Schritten mit geschmolzener weißer oder dunkler Kuvertüre überzogen werden. Noch ein kleines Schleifchen umgebunden und unser süßes Osterlämpchen kann serviert werden.